Die Pferdebohne ist eine unter den Linsen. Es ist die proteinreichste Linse, die man auf dem Planeten finden kann. Sie ist sehr energiereich. Deshalb werden Rennpferde mit diesen Bohnen gefüttert, welche heute als Pferdebohne bezeichnet wird. Auf dem Markt wird sie leider als Pferdebohne bezeichnet. Sie wird als Kollu in Tamil und Huruli in anderen Sprachen genannt, Ulavalu auf Telugu. Also, das ist eine sehr gute Sache. Es ist gut, es keimen zu lassen. Wenn du daraus Sprossen machst, verdaust du es viel einfacher. Du kannst es in einer Schüssel in deinem Zimmer aufbewahren. Nimm ein weißes Tuch, lege es hinein, weiche es etwa 6 bis 8 Stunden in Wasser ein, binde es dann in ein Tuch und halte es geschlossen. In etwa 3 Tagen wird es keimen. Wenn es keimt, kannst du es einfach roh essen. Wenn es etwa 1,5 Zentimeter aus dem Samen herausgekommen ist, kannst du es roh essen. Man muss viel kauen und essen. Du kaust es und isst es. Es ist sehr gut. Nun, dies wird die Wärme im Körper erhöhen. Heute steht die Sonne oben und angenommen, du trinkst heute Kollu oder du isst Kollu und du fühlst zu viel Wärme. Dann musst du das ausgleichen, indem du Mungbohnen isst. Gekeimte Mungbohnen werden das System abkühlen. Oh, ist das alles so kompliziert? Kann ich nicht einfach essen? Ich bitte euch, es einfach nur zu essen. Ich verlange nicht, dass ihr ein Ritual durchführt. Aber im Moment führst du nur das Ritual des Essens aus. Du isst nicht, wie ein Mensch essen sollte. Wenn du einfach hingehst und eines der wilden Tiere beobachtest, dann kauen sie nur. Kauen, kauen, kauen. Sie essen, aber sie essen nicht wahllos. Einfach so lehnen sie das ab, was sie nicht wollen. Sie essen, was sie möchten. Man braucht nur einen Axishirsch zu beobachten. Man kann es sehen. Er wird grasen. Man sieht einfach, was er isst, was er nicht isst. Er weiß es einfach. Einfach so vom Gefühl her. Weiß es, was er essen soll und was nicht für den Tag. Morgen isst er vielleicht ein Blatt, das er heute nicht isst. Aber heute weiß er, was er für seinen Körper und für die Atmosphäre um ihn herum essen muss. Man muss das also auch ein bisschen entwickeln, weil das eine Intelligenz des Körpers ist. Der Verzehr dieser Pferdebohnen erzeugt also Wärme im Körper. Wenn du merkst, dass es übermäßige Wärme verursacht, woran erkennst du übermäßige Hitze? Du wirst merken, dass deine Augäpfel heiß sind oder du willst pinkeln, es ist voll, aber es kommt nicht raus. Es tut weh. Das bedeutet, dass es eine übermäßige Hitze gibt. So etwas passiert. Man trinkt einfach etwas Wintermelonensaft oder isst etwas Mungbohnen oder nimmt etwas Rizinusöl und trägt es auf, weißt du? Entweder innerhalb des Nabels oder des Anahata, des Vishuddhi, diese Stelle und diese beiden Stellen hinter den Ohren. Wenn du es aufträgst, sofort innerhalb von 5 Minuten wird sich das System abkühlen. Geh zur Toilette, alles wird ohne Anstrengung geschehen. Der Körper muss also gesteuert werden. Auch jetzt gibt es eine Selbststeuerung. Aber wenn du es bewusst steuerst, wird es besser funktionieren. So einfach ist das. Wenn du das System in einer höheren Leistungsdimension nutzen willst, dann musst du es beobachten. Irgendwie leben und sterben, dann ist alles egal. Ist was auch immer, weißt du? Was macht das schon? Auch wenn du Müll isst, wirst du leben. Aber wenn du mit Bedacht isst und darauf achtest, was der Körper braucht, wird der Körper in vielerlei Hinsicht befähigt. Eine bewusste Handhabung. Du musst kein Gesundheitsfanatiker werden. Gestresst zu sein über was soll ich essen, was soll ich tun, wie soll ich das machen? Nein, das selbst fügt Schaden zu. Einfach bewusst zu sein. Wie viel von was? Was der Körper heute braucht, das ist es, was du tust.